Da wollen wir mal ein Versandetikett eingeben. Das ist auf alle Fälle immer der Morgen, das ist immer gleich, wisst ihr ja. Immer gleich langweilig und so. Ja. Ja, ich finde das mit dir äußerst langweilig. Boring. Statt morning immer schön früh morgens so boring. Boring, my dear. Sag mal, riecht das Alkohol hier? Hast du getrunken eigentlich oder was? Ich kann es hier nicht aufhalten. Ich kann es nicht. Schön eben weggezwitschert. So, mal gucken, was auf eBay Kleinanzeigen so geht. Da warst du, da geht ja nix. Ich glaube, da geht nix gerade. Also der Computer geht gerade nicht. Persönlich. Aber ist ja noch gar nicht alt, Kness. Mensch, Ringo, meine Bierreklame kannst du haben. Wolltest du die nicht haben für den Partyraum? Wolltest du die nicht haben? Hast du das nicht gesagt? Na, Ringo hat doch einen Partyraum, hat er gesagt. Und was wollte er haben? Die Bierreklame hat er doch mal von gesprochen irgendwann. Ja. Ich will sie jetzt weg haben. 50 Euro. Weg. Einfach nur weg. Ich brauch Platz. Diese gute Bierreklame leuchtet. Kindelpilz, Flaschenbier, 80er Jahre. Okay, da läuft ja nichts. Über Kleinanzeigen kann man mal. Kannst du wohl vergessen, ja? Da werde ich mich heute drum kümmern, auf alle Fälle um eBay Kleinanzeigen. Ich werde ein bisschen was aus dem Laden. Ich werde heute in den Laden gehen und alles fotografieren und alles rein. Und bei eBay Kleinanzeigen. Rein aus Promotion-Gründen schon. Da kommt dann rein. Hier und ab so und so vielten wieder geöffnet. Fahrzeug bei Interesse. Kommt vorbei. Schaut euch an. Fahrt hoch oder was auch immer. Und dann kauft. Oder auch nicht. Oder bleibt einfach weg. Oder kommt gar nicht vorbei. Ist auch egal. Genau, so in etwa ist das. Bis gleich. Ich bin heute im Laden wieder, weil ich jetzt hier anfangen muss, ein bisschen zu räumen. Ihr seht ja, das ist voll. Ohne Ende. Das wird jetzt alles aufgeräumt oder beziehungsweise verscherbelt. Das mache ich heute. Fotografieren und dann einstellen, eBay weg, postenweise. Gucken wir. Ja, das ist meine Aufgabe heute. Also, jetzt hole ich noch ein paar Prospekte von oben. Ich habe noch ein paar Fotoprospekte verkauft. Machen. Da wird sich einer freuen hier. Okay. Ja, bis später.
Hallo. So mit so einem kleinen Headbutt machen. Ich bin das kleine Headbusters. Baby. Und ich kann schon sitzen. Ich kann schon sitzen. Und fast krabbeln. Und fast krabbeln. Ja, sieht schon ganz gut aus. Ja, liebe Leute, ein Riesensprung. Und winken. Und winken, Und ja. nicken. Wir haben schon ganz schön viel. Die hat viel gelernt in dieser Woche Ferien, die jetzt schon um sind. Und es ist ja schon eine Woche Schule gewesen auch. Sie ist alt geworden, ja. Sie kriegt ihre ersten Falten, man sieht's. Lachfalten noch. Noch sind es Lachfalten. Wir gehen jetzt einkaufen und es hagelt, hat meine Frau mir gesagt. Ja, aber jetzt nicht mehr. Ah, jetzt nicht mehr. Na dann können wir ja jetzt einkaufen gehen. Geh mal einkaufen. Die Herrschaften gehen fein weg, wir gehen fein einkaufen. Jetzt scheint die Sonne. So muss es sein. Puh. Ja, da sind wir wieder vom Einkauf zurück. Retouré. Ich hasse einkaufen gehen. Du hast einkaufen gehen? Total. Naja, Online-Shoppen wieder. Ne? Ja, jetzt mal fange ich mal an. Jetzt gibt es wieder einen Eintopf. Ach, ihr werdet ja alle denken, Mann, ist das langweilig. Aber ey, nee. Es ist nicht so, dass ich jeden Tag einen Eintopf mache. Sondern wir waren jetzt eine Woche, wo so seit anderthalb Wochen, eine Woche, anderthalb Wochen, haben wir keinen Eintopf mehr gegessen. Und heute mache ich wieder einen Eintopf. Das letzte Block hört auf mit dem Eintopf. Dieser fängt quasi an mit dem Eintopf. Sieht dann immer komisch aus. Aber es gibt nicht nur Eintopf bei uns. Stimmt's, Marlies? Gestern hast du Stäbchen. Gestern gab es Fischstäbchen. Wir haben auch mal vernünftige Sachen zu essen. Wie Fischstäbchen. Und die Kinder essen lieber den Fisch. Nee, die essen den Fisch. Fisch ohne Stäbchen, ja. So, Mike, die Paprika drückt das hier rein, oben. Essig sie auseinander. Das ist der ganze Trick. Das ist ganz schwierig. Thank you.
Junge, Junge, der erste Mal so einen Riesentopf angesetzt hier. Was für ein Topf, ey. Ist der Eintopf fertig? Wir haben schon den nächsten Morgen und der ist schon zur Hälfte leer. Ja. Und er schmeckt. Mhm. Ist auch ein bisschen scharf. Ein bisschen, ja, ein bisschen gewürzt. Scharf ist eigentlich nicht. Eine Kiste mit Spielzeug, die es auszusortieren gilt. Ein Portemonnaie. Ja. Nee, eine Kosmetiktasche. Die war auch schön. Die war auch schön, ja. Mensch, Anuks Einschulung schon so lange her. Ja, genau. Wunderbar. Ja, überhaupt nicht. Mensch, Piotr. Peter. Piotr muss natürlich da bleiben. Das ist aber Fakt. Hier. Das haben wir ja zweimal. Sind wir nochmal behalten? M2. Na, läuft. Die löschen wir einmal. Na, die ist halt ein bisschen. Naja, nee. Schönes Bild rein. Hier, das ist doch mit. Ja, dann kann man noch ein tolles Bild mit. Mit ja, was hier alles so in der Garage einfach so liegt, ja. So, das kommt weg. Ach, das war das Buch, was Lumen immer so irre ausgemalt hat. Aber ich glaube, die schönste Sache habe ich rausgenommen. Davon haben wir gar nichts mehr. Alles da. Bentley ist wieder da. Mensch, kennt ihr noch Bentley? Nein, ihr kennt ihn gar nicht. Das ist Bentley. Bentley ist ein Kuscheltier von Bentley. Total geil. Oh nein, Bentley. Ich habe einen Bentley. Hier, halt mal. Das liebe sehr. Bleiben. Der wunderbare Elsa-Zopf. Mhm. Das ist Duplo. Na, das geht ja fast. Kann das nicht. Das hier kann auch weg. Weitermachen. Und schwuppdiwupp ist es schon wieder abends und wir müssen zur Elternversammlung. Wieder einmal. Der Hüppel kommt mit. Und die andere, die da heult, auch die Skadi, die kommt auch mit. Die können wir nicht hier lassen. Das morgendliche Chaos beginnt. Ich habe so eine Kopfschmerzen. Ja, alles ist gut. Ich habe gestern seit langem mal wieder Chips gegessen. Das ist Katastrophe, seit langem. Und das war nicht gut. Mein Schädel brummt so von den ganzen Bluten. Furchtbar, ich nehme das, genau. Jetzt fahren wir wieder zur Kita, zur Schule, zurück und dann wieder zur Schule. Dann wieder zurück. Später zu Peter und dann zurück. Und dann zum Arzt. Und dann zum Arzt. Und zurück. So, wunderschön. Ich liebe diese Fahrt hier in dieser Sonne. Das ist so toll. Entnungsgeld. Ja, ich habe gesagt, 10 Stunden ist vorbei. Ja, ich habe das vergessen. Dicke. Bist du happy? Hä? Ja, total. Bei Anu kamen ja irgendwelche Schauspieler, die eben die Detektive vorgelesen haben. Was? Sie meinte,
sie mal. Ich so, und wie war es? Oh, anstrengend. Sie ist eingeschlafen, hat sie mir erzählt. Wir haben das ganze Buch vor. Sie ist eingeschlafen, zweimal, sagt sie. Hat sie zu mir gesagt, stimmt, aber das Schauspieler war das. Ja, ich bin ganz irgendjemand. Also ich glaube, ich bin spezielle Leute, die das jetzt. Oh Mann, ey. Ja, klar. Das liest man ja auch schnell durch. Das ist ja auch kein Schmöker, ne? Nee. Oh, aber hell. Oh, im Gesicht drin. Oh. Was ist das? Ist das ein sitzendes Baby in einem Stuhl? Mit einem Brötchen in der Hand? Und im Mund. Ohne Zahn kaut am Brötchen? Geht gar nicht, wa? Oder lutscht. Weicht es ab? Du bist unser Ohne Zahn. Ohne Zahn. Ona, sie ist ja Ona. Ah, jetzt will sie die Kamera haben. Oh nein, nein, ja, nein, ich muss weg. Gut. Ja, aber sie kann das schon. Mich hat keiner angerufen. Niemand in einer Woche? Hm. So gut, die Leute lernen. Ja, das ist gut, das ist ein Zeichen. Sie haben nach vielen Jahren endlich gelernt. Samstagabend ist es. Und ich habe gerade eine Verabredung getroffen zu einem sehr, hoffentlich sehr guten Geschäft. Meine Tochter wuselt hier rum und die wird mich dahin begleiten. Ich bin ja fast schon aufgeregt. Und zwar kaufe ich gleich Technik. Technik kauft man ja eigentlich nicht so gerne oder so, aber eben diese Technik, obwohl das Gerät defekt ist. Defekt. Was ist das denn für ein Gerät? Wie viel kostet das? Wie heißt das Gerät? Wie heißt die Technik? Das sind tausende von Fragen. Tausende von Fragen für tausende von Euro. Na, billig ist es nicht, das Gerät. Es ist ein Gerät, was nur einmal gebaut wurde. Aha. Und zwar für eine bestimmte Person. Messe. Also für eine Ausstellung. Man findet darüber nichts außer ein Bild von der Messe, wo diese Dinger da im Hintergrund stehen. Und ich bin sehr gespannt. Zwei Stück existieren, wurden gebaut. Eins ist davon noch existent, das andere definitiv vernichtet. Oh, wie denn? Krieg? Nein, nein, nicht Krieg. Krieg des Materialismus, des Kapitalismus, ja. Nicht gebraucht, weggeworfen, zack, nein, was? War nur für die Messe, das waren, weiß ich nicht, Flop würde ich nicht sagen, aber irgendwie so, ja, wir verfolgen doch eine andere Spur und bauen jetzt nur noch solche Geräte. Und das ist ein sehr, sehr seltenes Stück, das werde ich eben, was heißt sehr selten, einmalig, das ist definitiv einmalig. Und das werde ich auch defekt heute kaufen für nicht wenig Geld. Und ich hoffe, es klappt jetzt auch alles. Ich gehe jetzt kurz zur Bank, hole ein bisschen Geld ab und dann fahre ich dahin und dann zeige ich euch nachher den Schrotthaufen, den ich gekauft habe. Schrott? Ja, es ist eigentlich nur Schrott, Elektroschrott. Ja, es ist ein bisschen komisch, sowas zu kaufen. Wie Autos. Sowas zu kaufen, aber das ist es wert. Da gibt es total Sammler und Leute, die sowas sich wieder restaurieren und dann. Ich bin total gespannt. Ich habe es ja schon einmal, durfte ich schon mal drauf gucken, aber da war noch nicht sicher, ob ich es bekomme, bei Sicht von Tremble oder nicht. Und heute hole ich es ab und ich bin total gespannt. Ich bin richtig. Und erst dann sage ich, worum es geht. Ja, weil erst wenn es im Kasten ist, ach so, dann ist es auch, ja, jetzt erstmal nur so. Wenn das alles nichts wird, schneide ich das ganze Ding jetzt hier weg. Ach so. Und schmeiße es in den Müll. Nö. In welchen Mülleimer eigentlich? In den, wie sagt man, in den virtuellen Mülleimer kommt es dann. Dann hole ich das wieder raus. Aus dem virtuellen Mülleimer? Ja, ich klebe da den Computer rein. Ja, oh Mann, ey. Papa ist jetzt schon traurig. Ja, ich hoffe, das klappt. Ich hoffe, das klappt. Also, jetzt fahren wir erstmal los zur Bank, holen Geld und dann zu dem Kollegen und
Holen dieses ominöse, defekte Gerät da. Teil zerlegt und alles. Oh, furchtbar, furchtbar. Und ausgerechnet jetzt soll ich das Teil holen? Ich fasse es nicht, es ist unglaublich. Ich will dieses Teil unbedingt haben. Und es ist jedes Mal irgendwie so ein Shitwetter. Oder eben, jetzt ist richtig Shitwetter. Frau Holle weint richtig toll. Ja, die will auch nicht, dass ich das kaufe. Ich glaube, es ist Sturm richtig. Guck mal, was für ein Sturm das ist. Guck mal, wie die Tropfen gehen. Ja, und guck mal, wie das wackelt da. Okay, also er ist jetzt gerade irgendwie nicht erreichbar. Mensch, was ist da los? Na, er schläft bestimmt nicht. Hallo. Gute Nacht, kleine Schwester. Wir gehen nochmal rüber und schauen und dann melden wir uns gleich wieder. Warum hat er uns denn 4 Flaschen Wein mitgegeben? 4 Flaschen Wein hat er uns mitgegeben, weil die originale Abdeckung fehlt. Und 100 Euro noch Preisnachlass. Es war klar, dass es nicht hundertprozentig genau das ist, was... Ich habe gesagt, das Gehäuse muss komplett sein eigentlich, weil ansonsten kann ich damit nichts. Es ist nicht komplett. Das Gehäuse ist leider nicht komplett, aber das ist... Das kann man ersetzen. Das ist nicht so schlimm. Ärgerlich ist es trotzdem, weil genau die Abdeckplatte wird er damals nicht mitgenommen haben. Das war schon zerlegt. Das Teil hat die Abdeckplatte nicht mitgenommen, er hat nur das Gehäuse mitgenommen. Ich habe es jetzt trotzdem gekauft, weil es ist einfach einmalig, immer noch. Papa wollte nicht seinen Traum verplatzen. Nein, außerdem wollte ich nicht, dass mein Traum, meine Vorstellung sich in Rauch auflöst. Um Gottes Willen, ey. Mein Baby. Wir brauchen auch was zu essen. Also heute noch einen Döner und dann ab in die Kiste und ich schaue mir dieses Ding morgen an, in aller Ruhe. Ist das süß. Skadi. Setz dich mal dahin und zieh dir die Socken an. Ja? Hier, guck mal, ich mach dir Platz. Da kannst du dich hinsetzen. Winkst du? Guck hier. Ich winke. Ich winke. Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Ah, wir haben ja schon Teil 1 fertig produziert. Das war schon von vor Tagen. Ja, ich packe das jetzt mehrere Tage, so eine Woche immer in einen Vlog irgendwie so rein, weil ich hoffe, dass dann irgendwas Interessantes dabei ist für euch. Vermutlich auch nicht. Aber ja, so sieht's aus. Wir sind jetzt gerade mal bei 6 Minuten 40. Also ich schneide jetzt. Dann kommt der nächste Vlog. Und dann ab nächster Woche, nein, nicht nächste Woche, ab übernächster Woche, ab da wieder fast täglich, also ich nehme an, wahrscheinlich täglich wieder Neuigkeiten aus dem Fahrradsalon. Bis dahin müsst ihr euch noch mit diesen Minimalvlogs begnügen. Es tut mir wirklich leid. Ringo, ja, ich vermisse das auch ein bisschen sogar. Tatsächlich. Aber was soll ich machen, wenn überhaupt nicht so interessanter Stoff kommt? Es ist nun mal so. Also, bis zum nächsten Vlog. Macht's gut. Bis dann. Ciao, sagt der Tommy.